Verantwortung ist ein anderes Wort für Schuld. Denn sollten nicht jene, die Wiedergutmachung geleistet haben oder mit der Last anderer geboren wurden, sollten sie nicht befreit werden? Even when problems have run their course, memory can be the stone that sinks you into the abyss. Auch wenn Probleme überwunden wurden, kann die Erinnerung daran der Stein sein, der einen in die Tiefe zieht. Du hast deinen Standpunkt dargelegt. Bad enough that the past is set. Better that we should not have to dwell upon it. Schlimm genug, dass die Vergangenheit festgelegt ist. Es ist besser, dass wir nicht noch darüber nachdenken müssen. Gibt es sonst noch etwas Sterbliche? Die Armee, die diese Zwerge ausgelöscht hat, die Augenlosen, sind sie dein? What the world casts aside, I take into my care. A thing may be forgotten, but it is never alone as long as I am here. Was die Welt beiseite wirft, das nehme ich in meine Obhut. Auch wenn etwas vergessen wird, ist es niemals allein, solange es mich gibt. They were lost children, abandoned, fixed on a purpose that no longer had meaning. Sie waren verlorene Kinder im Stich gelassen, auf einen Lebenssinn fixiert, der keine Bedeutung mehr hatte. I took them in, gave them new purpose. I did not create them, but yes. They are mine. Ich habe sie aufgenommen, ihnen einen neuen Sinn gegeben. Ich habe sie nicht erschaffen, aber ja, sie sind mein. Sie sind Abedons. Ich habe gesehen, wie sie geschmiedet they wurden. They were his once. I won't deny it. He created them as assistants to carry out his work on Eora. Sie waren einst sein, das leugne ich nicht. Er hat sie als Helfer geschaffen, um sie auf Eora sein Werk verrichten zu lassen. But he has long been the overseer of progress in the world. Leaving things behind has always been his way. Aber er ist seit langem Aufseher des Fortschritts auf der Welt. Dinge zurückzulassen war schon immer seine Art. I allow him to leave his past in my care, so that it does not hold him back. Ich gestatte ihm, seine Vergangenheit in meine Obhut zu übergeben, auf dass sie ihn nicht bremst. Dann haben Abaddon und du eine einzigartige Verbindung. I suppose we do. But then, the gods have always been able to accomplish far greater things when working together. Das haben wir wohl, aber die Götter konnten schon immer viel größere Werke verbringen, wenn sie zusammenarbeiten. In der Nähe siehst du, wie ein Hai durch einen Schwarm Fische schwimmt. Die Fische sieben auseinander, um dem Räuber auszuweichen. Ich wollte noch etwas anderes zu den Augenlosen besprechen. Speak your mind. Was liegt dir auf den Herzen? Welchen neuen Sinn hast du ihnen gegeben? Some things that are forgotten must never be remembered. An manche Dinge, die vergessen wurden, darf sich niemals wieder jemand erinnern. Not merely for the benefit of those who forgot, but for the entire world. Nicht nur um deren Willen, die vergessen haben, sondern um der ganzen Welt willen. There can be no second thoughts, no sympathy or stays of execution. Es darf kein Zweifel geben, kein Mitleid, kein Redenrichtungsaufschub. The Eyeless were born to fulfill this task. Though even their creator did not know it. Die Augenlosen wurden geboren. They are single-minded and relentless. Die Augenlosen wurden geboren, um diese Aufgabe zu erfüllen, auch wenn ihr Schöpfer sich das nicht bewusst war. Sie kennen nur ein Ziel und sind unnachgiebig. Du meinst, sie töten alle, die sich an das erinnern, was du in Vergessenheit geraten lassen willst. They do not flinch when called upon to do what is necessary. Sie schrecken nicht vor Sie schrecken nicht vor dem zurück, was getan werden muss. Die Gestandenen stehen tief in ihrer Schuld für all die Sorgen, die sie verborgen haben. Will ich auch etwas you anderes fragen? Ask. Du darfst fragen. Du sagtest einerseits, dass du Ioni Bata herabrufen musstest und andererseits, dass du ihn für Abaddon aufgehalten hättest. The death of a god is a calamity. You are living in the aftermath of one such death. Surely you can understand. Der Tod eines Gottes ist eine Katastrophe. Du lebst in den Nachwirkungen eines solchen Todes. Gewiss kannst du verstehen. Ja, sie meint Iotas. Du hast gesagt, dass Mitgefühl nicht im Weg stehen darf. Was ist mit deinem für Abaddon? He deserved better. Of all the other gods, he was the only one who acted, who held to his convictions. Er hat etwas Besseres verdient. Von allen Göttern war er der Einzige, der handelte, zu seinen Überzeugungen stand. Göttin der Unnachgiebigkeit muss diese Eigenschaft geschätzt haben. I admired him for that. Ich ja, dafür habe ich ihn bewundert. Aber es ist mehr, du hast ihn geliebt. Das Ziehen und Stoßen der Strömung war lang und schwer wie ein Seufzer. Whatever he was to me, it was not meant to last. Always our duty is to Eora first. Was er mir auch immer bedeutet haben mag, es war nicht dazu bestimmt, von Dauer zu sein. Unsere oberste Pflicht ist immer der Dienst an Eora. I knew he opposed what I intended. That he would wish to preserve what I meant to destroy.
I knew it would cause a rift that might never be mended. Ich wusste, dass er meinem Plan ablehnend gegenüberstand, dass er bewahren wollen würde, was ich zu zerstören suchte. Ich wusste, dass es einen Bruch bedeuten würde, der sich vielleicht nie wieder kitten ließe. But I never imagined he'd go so far. I never imagined it would mean I would never know him. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er so weit gehen würde, dass es zur Folge hätte, dass ich ihn nie wieder so kennen würde, wie ich es einst tat. Wenn er sich nicht daran erinnert, gestorben zu sein, warum nicht wieder mit ihm beginnen? Because it might cause him to remember. Weil es dazu führen könnte, dass er sich erinnert. Nein, Sterbliche, es ist besser, dass wir existieren, wie wir jetzt sind. What happened once must never happen again. Bad enough that I am cursed to remember it. Was einmal geschehen ist, darf nie wieder geschehen. Schlimm genug, dass ich dazu verdammt bin, mich daran zu erinnern. Will ich noch you etwas fragen? Ask. Du darfst fragen. Du musst die Augenlosen zurückrufen. Ihr Gegenstand, Sterbliche, ihre Arbeit muss fortgeführt werden. Es wurde viel zu viel aufgedeckt, während sie schliefen. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf genau jene Dinge, die du gerne versteckt halten würdest. Ich habe sie in meinen Träumen durch den Dürrwald stürmen sehen. Those who know too much of the White Forge will be washed clean from Aeora. And then the Eyeless shall rest once more. Wer zu viel über die Weiße Esse weiß, der wird aus Aeora fortgespült werden. Und dann werden die Augenlosen wieder ruhen. Es geht hier nicht um einen einzigen Stamm von Zwergen. Die Esse zieht inzwischen Besucher von überall her an. Die Augenlosen werden den Dürrwald auf den Kopf stellen. Man wird es niemals vergessen. Das Meeresleben um dich herum bewegt sich aufgewühlt und rastlos umher. Even if it is as you say, there is nothing that can be done. Selbst wenn es ist, wie du sagst, man kann nichts tun. The Eyeless do not think for themselves. They have only the purpose that is given to them. They do not stop until the purpose is fulfilled. Die Augenlosen denken nicht selbst. Sie kennen nur den Sinn, der ihnen gegeben wird. Sie ruhen nicht, ehe dieser Sinn erfüllt they ist. They will not change course now for me or anyone. I am sorry. Sie ändern ihren Kurs nicht mehr, weder für mich noch für sonst irgendjemanden. Es tut mir leid. Kaoto sagte, man könnte sie zurückfallen. Only if those they pursue are no longer a threat. The Raid Sarens were stopped before they could take the White Forge. Nur wenn ihre Ziele keine Gefahr mehr darstellen. Die Rizzeraner wurde aufgehalten, bevor sie die Weiße Esse einnehmen konnten. In deinem Fall, Wächterin, bist du darüber schon längst hinaus. Und wenn es stimmt, was du sagst, dann geht das auch für den Dürrwald. Das war dein Werk, du musst einschreiten. The interventions of God seldom work out in anyone's favor. Our touch is too heavy. The world crumbles beneath it. Wenn die Götter einschreiten, endet das selten gut. Unsere Bemühung ist zu gewaltig. Die Welt zerfällt darunter. It is why we so often enlist the help of mortals. They execute our wishes with greater care. Deswegen bitten wir so oft Sterbliche um Hilfe. Sie führen unsere Wünsche mit so größerer Sorgfalt aus. I have done far too much already. Ich habe ohnehin schon zu viel getan. Wenn du sie nicht aufhältst, werde ich es tun. Your determination is commendable, but the eyeless number in the thousands. You will need more than strength or luck. Deine Entschlossenheit ist lobenswert, aber die Augenlosen sind Tausende. Stärke oder Glück alleine werden dir nicht helfen. Die Hilfe einer Göttin wäre äußerst willkommen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es könnte mich mein Leben kosten, aber ich werde tun, was ich tun muss. I will give you what aid I can. I bade the eyeless to remain hidden when at rest. Ich helfe dir so gut ich kann. Ich habe den Augenlosen befohlen, sich versteckt zu halten, wenn sie rasten. They are gathered in the hollow of a great rock, splintered from Aeoni Brother. It lies in a flooded crater known as Cairn's Scar. Sie haben sich in einer Höhle eines großen Felsens versammelt, der von Aeoni Brother abgesplittert ist. Er liegt in einem überfluteten Krater, der Cairns Narbe genannt wird. Know too that they were built to answer the call of their master's hammer. When they hear it strike, they come to its aid. Wisse auch, dass sie gebaut wurden, um den Ruf des Hammers ihres Meisters zu hören. Wenn sie ihn schlagen hören, eilen sie zur Hilfe. If you were to take that piece of his hammer from here and reshape it in Abaddon's forge into a likeness of the original, you might be able to call them to you. But destroying them would be another matter. Nimmst du dieses Stück deines Hammers von hier und schmiedest in Abidons Esse daraus ein Abbild des Originals, so kannst du sie vielleicht zu dir rufen. Sie aber zu zerstören, das ist etwas anderes. I know of one way, but only from the center of the lion's den.
Only with their master's hammer in your service. Ich kenne einen Weg, allerdings nur aus der Mitte der Höhle des Löwen heraus. Nur wenn der Hammer ihres Meisters dir gehorcht. If you can do all this, if you can reshape what remains of Abaddon's hammer and bring it inside their lair, I can instruct you there on what you would need to do. Wenn dir all das gelingt, wenn du aus den Überresten von Abaddon's Hammer das Werkzeug wiederherstellen und es in ihr Versteck bringen kannst, dann kann ich dich anweisen, was du dort tun musst. Werde tun, was And ich kann. I will see you through when the time comes. Und ich werde dich unterrichten, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde den Hammer in der weißen Esse neu schmieden und die Augenlosen aufhalten. If you do not be assured, they will come for you as they did for the Pargrunen. Wenn nicht, dann sei versichert, sie werden dich finden, wie sie die Pargrunen gefunden haben. Eine unruhige Turbulenz stört die Ruhe wie ein unerwünschter Gedanke. Careful as you approach the lake. When I claimed the Eyeless, I made sure they would not be discovered while they slept. Sei vorsichtig, wenn du dich dem See näherst. Als ich die Augenlosen für mich gefordert habe, habe ich dafür gesorgt, dass sie nicht zu entdecken sind, wenn sie schlafen. Many of my most devoted followers stand watch there. They will not allow you near. Viele meiner treuesten Anhänger stehen hier Wache. Sie werden dich nicht in die Nähe lassen. And there is something far worse. Something more fearsome and dangerous than any Eyeless. Let us hope you do not attract its attention. Und es gibt noch etwas Schlimmeres, etwas, was viel furchterregender und gefährlicher ist als jeder Augenlose. Hoffen wir, dass du nicht seine Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Was soll das sein? Als eine Antwort kommt plötzlich eine Woge geschlossen und schleudert dich aufwärts. Die Oberfläche über dir nähert sich schnell, sie schimmert und wabert wie Quecksilber. Du landest triefend nass auf dem steinigen Boden des Reliquiars und ringst nach Atem, als hättest du stundenlang die Luft angehalten. Steigende Flut. Hort des Augenlosen. I'm here. Steuern eingetrieben. Das sind aber nicht viele Steuern diesmal. Niemand hat was zu sagen. Okay, wir haben jetzt die steigende Flut abgeschlossen. Auf der Abtei des gefallenen Mondes habe ich das Reliquiar gefunden und die Antwort, nachdem ich suchte. Die Augenlosen sind die Armee aus meinen Träumen. Sie werden mich und tausend andere auslöschen, um das Geheimnisse zu bewahren. Ist hier was Neues? Ja. Ich habe Zwiesprache mit Ondra gehalten, die mir mitgeteilt hat, dass die Augenlosen nicht nachlassen werden, bis nicht jeder mit genauem Wissen um die weiße Esse getötet wurde. Da sind sehr viele Leute mich eingeschlossen. Sie glaubt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Augenlosen zu zerstören, indem ich dem Hammer ihres Schöpfers Abaddon aus einem Teil des ursprünglichen Werkzeugs wiederherstelle. Die weiße Esse soll es mir ermöglichen, aus dem Fragment einen Nachbau des Originals anzufertigen. Ondra hat gesagt, dass die Augenlosen sich in einem Fragment von Ionibata versammelt haben, das in Chirons Narbe liegt, und dass es einen Weg geben könnte, sie aufzuhalten, wenn ich an diesen Ort gelangen kann. Ondra hat mich jedoch gewarnt, dass ich zunächst Abaddons Hammer wiederherstellen muss, um die Augenlosen zu ihrem eigenen Tod zu rufen. Mit dem Fragment von Abaddons Hammer, das ich in der Abtei gefunden habe, habe ich genug Metall, um einen Nachbau des ursprünglichen Hammers in gestandene Größe anzufertigen. Ondra glaubt, dass das ausreicht, um die Augenlosen zu befehligen. Ah, aber da will ich nicht lang. Ich will zum Pass. Dann reisen wir jetzt erst einmal nach Stalwart zurück und dort speichern wir. Der Weg vor dir führt zu dem Außengebiet der Abtei. Was möchtest du tun? Direkt zur Gießerei in Dürgans Batterie gehen. Oder wir müssen in Dürgans Batterie. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendeine Cutscene oder so kommt, sondern ich erst speichern darf und das dann in der nächsten Folge machen darf. Weil wir überziehen schon wieder. Ich habe schon wieder 7 Folgen in dieser Aufnahmesession. Werfen wir mal kurz einen Blick. Wir haben jetzt nichts Neues hier. Okay. Dann wird es Zeit zu speichern. Das ist jetzt 54.
0. 4 und 5, 4. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.